Triefend vor Legenden und völlig mysteriös ist das sogenannte Specchia dei Mori, Steingrab der Mohren, auch als das Teufelssteingrab bekannt. Es besteht aus aufeinandergelegten Steinen unterschiedlicher Größe, die einen Haufen bilden, dessen ursprüngliche Funktion wahrscheinlich die Sichtung und Landverteidigung war. Die Volkslegende, die ihre Realisierung erzählt, ist ganz sonderbar. Man erzählt, dass das Steingrab von imponierenden Farbigen gebaut wurde, die den Olymp erreichen und die Götter sehen wollten. Die Götter hatten aber kein Vertrauen und wie der sagenhafte Turmbau zu Babel zerstörten sie diese rudimentäre Verbindung zwischen Himmel und Erde und begruben darunter die blasphemischen Bauern. Der Menhir des Teofilus ist Zeugnis einer sehr alten Vergangenheit. Es liegt auf der gleichnamigen Straße und ist 4,70 Meter hoch. Berichten zufolge wurde der Menhir des Teofilus auch Menhir San Totaro genannt, Element alter religiöser Rituale, die in Apulien am Anfang der Eisenzeit im 9. und 10. Jahrhundert vor Christus populär waren.